Frau Jessner-Schmidt, freut mich sehr, dass Sie für ein Interview zur Verfügung stehen. Und ich möchte Sie als erstes fragen, was ist eigentlich Ihr Forschungsfeld? Mein Forschungsfeld ist Drittspracherwerb und Mehrsprachigkeitsforschung. Ich bin an einer Anglistik beschäftigt und so bin ich über den Drittspracherwerb des Englischen bei meinen Südtiroler Studierenden auf dieses Forschungsinteresse gestoßen. Das heißt, wie in anderen Minderheitenkontexten im europäischen Raum zum Beispiel, wird Englisch als dritte Sprache eben auch von unseren Südtiroler Studierenden erworben und der Spracherwerbsprozess unterscheidet sich von dem unserer breiten Studentenpopulation. Vielleicht, was uns jetzt besonders interessiert, aus Ihrer Forschung, gibt es Ergebnisse oder Hinweise, wo man auch wirklich ja, sowas wie Empfehlungen ableiten kann für pädagogisches Personal im weitesten Sinn, also für Kindergartenpädagoginnen, für Lehrerinnen, auch für Eltern? Ich habe mich dann im Laufe meiner Forschungen auch der Mehrsprachigkeit bei Migranten, Kindern und Jugendlichen zugewandt. Und was würde ich gerne mitgeben den Eltern, dass sie zu Hause die Sprachen sprechen, die sie gewohnt sind zu sprechen, dass das von den Lehrern unterstützt wird. In den Kindergärten natürlich. Warum ist das so wichtig? Darf ich da dazwischen fragen? Warum ist das so wichtig? Das ist wichtig, um den Kindern eine Basis zu geben, die sehr wohl auch mit emotionalen Bindungen zu tun hat. Das heißt, auch wenn die Eltern sich in der Sprache wohlfühlen, dann gibt man auch das an die Kinder weiter. Also das ist eine Basis. Die von der Linguistik her übermitteln wir damit auch ein linguistisches Wissen, das fundiert ist. Ja? Und es ist nicht gerade förderlich, wenn die Mutter zum Beispiel sich zwar sehr bemüht, auf Deutsch zu reden, das Deutsch aber nicht so gut beherrscht und das dann an die Kinder weitergegeben wird. Und es ist auch eine gewisse Einstellung der eigenen Identität gegenüber, die die Eltern damit vermitteln, wenn sie in ihrer Sprache bleiben. Darüber hinaus wissen wir heute, dass Mehrsprachigkeit sehr wohl zu kognitiven Vorteilen führen kann. Das heißt, Einsprachige unterscheiden sich von Mehrsprachigen auf der kognitiven Ebene. Also ich möchte da nicht von besser oder schlechter reden, und zumal man sich ja fragen muss, ob es Einsprachige überhaupt gibt, aber es sind qualitative Unterschiede, was das Denken anbelangt. Aha, das klingt sehr spannend. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Also auf der kognitiven Ebene heißt das, Sie sind beispielsweise flexibler in der Problemlösung, das liest man gelegentlich, können Sie das bestätigen? Genau so, ja, das ist einer der Vorteile, gerade nach der Forschung, die durch Ellen Bialystok und ihre Forschungsgruppe sehr bekannt wurde, weiß man, dass gerade im Aufmerksamkeitsbereich durch die Flexibilität in der Sprachenhandhabung, also bei zweisprachigen Kindern hat sie sehr viel geforscht, die Aufmerksamkeit geschult wird. Und das überträgt sich wiederum aufs sprachliche System. Ich denke mir, Sie bekommen wahrscheinlich sehr oft Fragen jetzt zum Thema Mehrsprachigkeit gestellt. Was sind denn die häufigsten Fragen, die Sie an Sie herangetragen werden? Ja, man fragt um Lösungsvorschläge an, und dem kann ich meist nicht so schnell nachkommen, wie man sich das vorstellen würde, denn sie haben immer mit komplexen Situationen zu tun. Das heißt, die Mehrsprachigkeit an und für sich kann man sich am besten basierend auf oder verankert in der Komplexitätstheorie erklären. Chaostheorie ist vielleicht ein anderer Begriff, der bekannt ist, weil wir es mit einem komplexen und dynamischen System zu tun haben. Das heißt, wann immer sozusagen Probleme auftauchen, wird es keine einfachen Lösungen geben. Mhm. Was aber sicher wichtig ist, dass wir eben beim mehrsprachigen Menschen heute uns keinen Gefallen tun, ihn nach wie vor mit dem Einsprachigen zu vergleichen. Das ist ein wichtiger Punkt. Also in der Schule wird ja kaum Rücksicht genommen, sage ich mal, auf die Kinder, die eben mehrere Sprachen sprechen, in der Beurteilung. Das ist ein kurzer Schonraum jetzt in Österreich von den ersten beiden Jahren.
Das ist ja da ist ja die Sprachentwicklung jetzt in der Zweitsprache noch lange nicht abgeschlossen und wir wissen ja auch, dass die Entwicklung in der Erstsprache viel länger dauert, als man so gemeinhin annimmt. Also das ist ein eindeutiges Manko, das man auch von Forschungsseite bestätigen kann und sagen kann, da braucht es eigentlich etwas anderes. Absolut, kann ich nur unterstützen. Wobei wirklich, so wie Sie es auch sagen, glaube ich, dass ein sehr notwendig wäre, dass man auch die Entwicklungspsychologie auch bei den Kindern, die nicht mit zwei Sprachen in die Volksschule kommen, dass man sich die Erwerbsprozesse mal genauer ansieht. Wir wissen heute, dass Kinder mit 3 Jahren Unterschied in die ersten, also und zwar an psychologischer Entwicklung und kognitiver Entwicklung in das erste Schuljahr kommen. Das heißt, und was passiert dann? Ja, und wenn ich noch den Anspruch habe, das bilinguale System zu begleiten bei einem jungen Menschen, das sind, glaube ich, sehr viele Aufgaben zu erfüllen, denen wir noch nicht ganz Herr werden in unserem Schulsystem. Gibt es einen Wunsch, den Sie haben an die Lehrerbildung neu oder überhaupt jetzt an die Lehrerinnenausbildung, an die Ausbildung der Kindergartenpädagoginnen? Was würden Sie als jetzt Mehrsprachigkeitsforscherin sagen, das wäre ein ganz wichtiges Element, das muss vorkommen in dieser Ausbildung. Gibt es da etwas? Also in der Ausbildung muss ganz bestimmt vorkommen, dass sich die später Lehrenden auch als Lernende wahrnehmen. Das heißt, man ist eigentlich in einem lebenslangen Spracherwerbsprozess verankert, der ändert sich. Das heißt, je nach Bedürfnissen und Kommunikationsanforderungen werden auch sehr oft Sprachanforderungen verändert. Und dessen sollten sich die angehenden Lehrerinnen bewusst werden. Das heißt, es bedarf einer guten Einschulung in eine Mehrsprachigkeitsdidaktik. Es bedarf dringend einer Veränderung in der Haltung, dass der im nächsten Klassenzimmer unterrichtet, mit mir nichts zu tun hat. Es braucht dringend Kooperationen zwischen den Lehrerinnen, um also eine Mehrsprachigkeitsdidaktik. Und da geht es nicht nur jetzt um verschiedene Sprachen, sondern geht es auch, was wir in Österreich sehr oft als Problematik empfinden. Es geht auch um das Thema, dass Kinder mit Dialekt in die Schule kommen und sie in Deutsch aber nur abgeholt werden. Das heißt zum Beispiel, Imperfekt gibt es nicht im mündlichen Sprachgebrauch, wird von den Kindern aber eigentlich nur verlangt. Ja? Das heißt, da ist ein Umdenken, oder hat um ein Umdenken zu erfolgen, und ich glaube, da kann man von der Mehrsprachigkeitsforschung her sehr viel lernen.